Alter, wie fange ich so ein Video an? Oh Mann, ich glaube, ich mach's einfach. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf Citronino. Ja, Citronino. Ja, nicht seit langer Zeit, denn vor kurzem kam schon ein Video. Aber ich wollte euch nur mitteilen, ich bin zurück aus dem Urlaub und ich bin zurück für mehr. Also, back for more. Und ja, freut mich, dass du eingeschaltet hast, denn es kann sein, dass sich einiges ändern wird hier auf dem Kanal. Und ja, darüber würde ich heute mal sprechen. Ihr seht im Hintergrund Mario Kart Gameplay, blablabla. Das ist uralt, das Gameplay. Das kann ich aber heute noch nutzen, weil das ist super Gameplay. Auf jeden Fall, ja, cool, dass ihr da seid. Ich bin aus dem Urlaub zurück, aus dem Angelurlaub. Ich war in MacPom unterwegs und habe Fische aus dem See gezerrt. So, aber kommen wir zum Fachlichen. Erstmal schön, ne? Schön, dass es... Es tut einmal gut, wieder an diesem Stuhl zu sitzen und zu sagen und damit ein herzliches Willkommen. Und das werden wir hoffentlich in Zukunft öfter hören. Denn, wie ihr vielleicht gesehen habt, es kam ein neuer NSMB Repart letztens. Und ja, ich habe mich ein bisschen zusammengesetzt mit ein paar Kumpels, mit Kai vor allem. Und wir haben uns so ein bisschen was überlegt, was man machen kann. Und in mir brennt's eigentlich. Ich will loslegen. Ich will Leuten helfen, sie unterhalten und einfach coole Videos bringen und hier quasi so ein Hub aufbauen. Und wo ich dann auf meinem Thron sitze und sage, das ist mein Kanal und da bin ich stolz drauf. Und ja, das ist sozusagen der Punkt, wo ich jetzt angreifen möchte. Und ja, cool, dass ihr da seid. Also wie fangen wir das am besten an? Es kam wieder ein Video und das habe ich geschnitten, zusammen mit Fiends im Call, das hat super viel Spaß gemacht, ne? Danke auch an dich. Ihm ist leider die nächste Aufnahme, die wir eigentlich schon hatten, verloren gegangen. Die war eigentlich super, aber das müssen wir auf jeden Fall nachholen, Fiends, also, ne? Ja. Ich hoffe, du schaust das hier, wir müssen in nächster Zeit mal einen Termin finden, ich bin auf jeden Fall wieder da. Und ja, werde wahrscheinlich Zeit haben, eine Woche jetzt, danach bin ich wieder für 5 Tage weg, nämlich aber am Wochenende wieder da. Und ja, des Weiteren auf dem Zweitkanal kam natürlich immer noch Wars und was weiß ich, ne? Also das kam schon regelmäßig, dass ich da unsere Wars hochlade. Das könnt ihr gerne übrigens gerne abchecken, ne? Ich pack's euch einfach mal hier hin. Da müsstet ihr es sehen. Oder ne, warte mal, ich bin ja hier klein unten. Hier, da oben. Da, irgendwo da oben werde ich euch einen Link hinpacken, wie ihr zum Zweitkanal kommt, wo ihr cool Wars beobachten könnt von mir und meinem Team. Nie ohne mein Team. Und ja, natürlich auch danke an die Kameraden von NextN, die mir bereitstehen und ja, mir da helfen und mir so einen coolen Content kreieren können für diesen Kanal. So, aber jetzt geht's um diesen Kanal hier, um Citronino. Was habe ich vor? Ich habe vor, ja, hieraus quasi ein Mario Kart Hub zu machen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich in verschiedensten Sachen mich anbieten möchte, um jeglichen Spielern zu helfen in der Competitive-Szene. Natürlich soll das Ganze auch unterhaltend sein, das soll euch einen Mehrwert bieten und natürlich auch Spaß machen, ne? Also es soll jetzt nicht so ein, ja, und deswegen macht man da diesen Drift. Nee, wir machen das cool. Wir machen das sehr, sehr cool und so ansprechend, dass auch jeder Spaß dabei hat, der sich das anguckt und sich das aneignen möchte. Dann bist du hier genau richtig. Natürlich! Natürlich werden auch noch andere Videos kommen, wie zum Beispiel NSMB mit Fiends. Und ich habe einfach Bock, jetzt wieder so in meine Phase reinzukommen, wo ich wieder leistungsstark auf YouTube abgehe. Danke Java Update. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, aber ich denke mal schon. ja, ich werde natürlich... Ja gut, vielleicht hört man es nicht. Ich habe wahrscheinlich Hintergrundmusik drin, mir wurscht. Da wird es weitergehen auf jeden Fall. Und das Ganze wird natürlich nicht nur in 200 CCM stattfinden, obwohl ich da wahrscheinlich am meisten weiß, sondern ich probiere all mein Wissen, was ich habe, auch wenn es nicht perfekt ist, für euch quasi komprimiert und visuell leicht erklärt, ja, an euch zu bringen. Ich zeige dir, ja genau, ihr müsst eigentlich so eine Werbung schalten, wie dieser Typ da. Ich zeige dir, wie du in 30 Tagen zum Mario Kart Profi wirst. Nee, wirst du nicht, du brauchst dafür 2 Jahre und ich bin noch nicht mal an meinem Peak angekommen, also das wird auf jeden Fall kommen. Ich werde auf jeden Fall auch erklären, wie es geht, wie man da in Turniere reinkommt, wie man in Ranked Matches reinkommt, wie man in Teams reinkommt, was auch immer, ne? Da wird es viel geben und ja, das Ganze möchte ich euch erklären und euch schön darstellen, sodass ihr es sehr leicht versteht, sodass ihr es nicht so lernen müsst wie ich und ja, ich hoffe, dass euch das weiterhilft.
Was das Coole daran ist, ich habe natürlich 2 Jahre Erfahrung, was weiß ich, habe selber gespielt, habe mir selber angeeignet, habe mir Strats angeeignet, habe mir von Leuten helfen lassen. Aber das Coole ist ja, dass ich Leute kenne. Und zwar sehr, sehr viele Leute aus der Mario Kart Community. Und wenn ich bei einer Sache nicht weiter weiß, kann ich sofort, weiß ich sofort, zu wem ich gehen muss, um mir die Antwort zu holen. Und ich würde euch bitten, ich habe Leute in meiner Community, die sind besser als ich. Die sind glasklar besser als ich. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Und die Videos werden definitiv auch euch vielleicht ein bisschen helfen. Aber vor allem könnt ihr am meisten mitreden. Und da ist der Knackpunkt. Ich möchte nicht hören, das hast du scheiße gemacht. Sondern ich möchte hören, hey yo, da hättest du das besser machen können. Wir können kurz quatschen, warum das so war. Und dann kann man da zusammen irgendwie was draus machen. Ich habe Bock, besser zu werden und ich bin sehr gespannt, auch von besseren Spielern zu lernen. Und wenn ihr hier reinguckt, dann bitte sagt mir das in einem netten Ton. Danke. Aber ja, soweit dazu. Dann, was ich dann auch noch vorhabe, ist natürlich Gameplay anzuschauen. Ne? Von euch, von mir, wo wir schauen, was hätte ich besser machen können, was hätte das Team besser machen können, was wäre da der klügere Play gewesen, was hätte vielleicht funktioniert oder sowas. Und das natürlich auch nicht alleine, ne? Also wenn jemand von euch Bock hat da draußen, wenn da irgendeiner dieser krassen Spieler ist, ich glaube, die Leute wissen, wer gemeint ist, dann bitte, 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 kommt auf mich zu, ich mache das super gerne mit euch und ihr könnt auch immer Teil davon werden, von den Videos, ne, jeder von euch eigentlich, jeder von euch, ne, ich habe ja die Wohltat, dass ich nicht so viele Zuschauer habe, das heißt, ich kann quasi momentan mit jedem einzelnen von euch spielen und das wird so weitergehen. Okay, es ist ziemlich viel auf einmal. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären. Welches Thema noch sehr großes sind Livestreams. Livestreams. Also, ich habe in letzter Zeit viel auf Twitch gestreamt. Und ich muss sagen, auf Twitch macht mir Livestream deutlich viel mehr Spaß. Und es macht es einfacher. Ich finde den Chat ein bisschen unangenehmer als auf YouTube. Auf YouTube sehe ich, okay, der ist Mod, der ist nicht Mod. Das ist das Profilbild. Aha, okay, den kenne ich, ja. Okay. Und ich möchte, ja, meinen Livestream-Rhythmus, ich möchte mir quasi einen Livestream-Rhythmus aneignen. Und da wird es so sein, dass wir sehr, sehr viel Stuff auf Twitch streamen werden. Auf Twitch werde ich viel mit Cam streamen, also sehr viel ab von jetzt an. Und ich werde wahrscheinlich alles mit Cam streamen, sogar Wars, sodass ihr seht, wie ich reagiere auf verschiedenste Situationen. In den verschiedensten, ja, Wars, was weiß ich, Mogis, whatever, was auch immer ich spiele. Und, ja, das Ganze wird auf Twitch stattfinden. Was ich auf YouTube für Streams mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ich weiß auch echt nicht, ob ich das weitermachen will, weil ich YouTube-Streams, es ist eigentlich nur eine Sache. Ich muss jedes Mal ein Thumbnail machen, die Beschreibung anpassen und dann kann ich streamen. Auf Twitch kann ich einfach sagen, Stream starten, let's go. So. Was natürlich beides seinen Reiz hat, ne? Das ist halt, ja, muss man wissen, ne? Ein schönes Thumbnail ist auch cool für einen Stream. Und ja, auch ein cooles Overlay, ne? Mit Transitions und was weiß ich. Das habe ich ja auf YouTube. Ich habe ja eine coole Transition von Brainy bekommen. Grüße gehen raus. Zu Brainy habe ich auch gleich noch was zu sagen. Der Junge macht nämlich auch ziemlich fette Arbeit und da muss ich mich gleich nochmal bedanken für. Ja, auf jeden Fall das dazu. Streams muss ich mir noch ein bisschen ausdenken, wie ich das mache, aber ich denke, es wird viel, viel auf Twitch stattfinden. Also gerne, wo muss ich hinzeigen? Da geht man nach da oben und geht auf meinen Twitch-Kanal, folgt da gerne und dann verpasst ihr davon nichts. So, zu Brainy. Brainy hat ein großes Projekt vor. Er möchte einen Discord-Bot erstellen und zwar den besten Discord-Bot, den es gibt. Quasi, ja, ein Me 6 in besser. So. Könnt ihr euch alle holen. Ne? Ich glaube, Brainy ist da dabei und freut sich auf je mehr Servern der Bot ist. Und dieser Bot wird auch Mario Kart Features haben. Und ja, der ist quasi schon auf dem Markt. Der ist quasi gerade so in seiner Phase, so in seiner ersten Beta, I guess. Der macht auf jeden Fall schon ziemlich viel Stuff und kann auch bei Mario Kart Wars und so weiter helfen. Ne? Für Time Trialer, für whatever, für Stream-Overlays, ne? Also wer jetzt in letzter Zeit auf Twitch war, ich habe dieses Stream-Overlay, was ich da unten immer... Warte mal, kann ich das irgendwie... Nee, das zeige ich jetzt nicht. Dieses Stream-Overlay, was ich unten habe, das macht quasi der Bot. Und ja, da ist halt auch
ein großes Projekt geplant, dass man da immer mehr Features hinzufügt, ne? Brainy ist natürlich ein One-Man-Worker, ne? Also der macht das alles alleine. Und das dauert dann halt seine Zeit, so, ne? Der braucht auch seine Zeit, der braucht seine Freizeit, der kriegt dafür nicht. Er macht das, weil das eine Herzensangelegenheit für ihn ist, weil er Bock drauf hat, weil er da Spaß dran hat. Und da wollte ich diesen Bot auch nochmal erwähnen. Er hilft mir sehr, sehr viel damit, also dass er diesen Bot gemacht hat und ich dadurch dieses Overlay unten haben kann im Stream. Das ist schon sehr, sehr geil von dir. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich denke mal, dass der Bot noch geiler wird. Gut, das dazu. So, noch ein letzter Punkt. Ich glaube, wir sind schon bei 10 Minuten. Ja, wir sind schon bei 10 Minuten. Ein letzter Punkt. Ich entwickle zusammen mit Kai, oder eher Kai nur, je nachdem, wie man es sehen will. Also Kai hat vor oder mir angeboten, netterweise, wirklich sehr netterweise, ich bin super dankbar dafür, mit ihm eine Website zu bauen. Eine Website zu Mario Kart eSports in Deutschland. Wie ich schon öfter, ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, also in Frankreich, in Spanien, in Japan ist Mario Kart Competitive so groß und in Deutschland, ja, in Deutschland sieht so aus, ne, weil wir irgendwie wieder nicht auf den Trichter kommen, ne, wir wollen lieber auf unseren Autobahnen ohne Tempolimit fahren, aber denken nicht daran, dass es Mario Kart gibt. Ja, das dazu und da werden wir so eine kleine Infoseite machen, das wird so die erste Page sein, wo man direkt zu Mario Kart Central geleitet wird und man sofort in die Szene reinsteigen kann. Dann wird dann natürlich auch eine Seite kommen für mehr Wissen, also wer sich was durchlesen will, ne, zu, was weiß ich, zu Launch, zu Teams Join, zu irgendeiner Weltmeisterschaft von Mario Kart, irgendwie sowas. Das wird da alles kommen und seid auf jeden Fall gespannt. Die Seite ist schon echt, also ich muss ehrlich sagen, sie ist sehr weit vorangeschrieben. Ich habe schon eine Über-mich-Page, ich habe die Front-Page mit Buttons, was weiß ich, da stehen schon die Teams, die deutschen Teams, die es momentan gibt, aufgelistet. Und ja, ich freue mich drauf, wenn das Ding live geht. Also das wäre schon ziemlich sick, wenn das geht. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ich werde noch nicht verraten, wie die Domain ist und sowas, ne? Ich glaube, man würde da eh nichts finden. Man kommt da, glaube ich, zu irgendeinem Video von mir, wenn man auf diese Domain geht. Ich glaube, zu einem Video von Kai, zu einem Best-of. Kann ich ja auch mal ins i packen. Und ja, das wäre es eigentlich für heute gewesen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es in nächster Zeit wieder losgeht. Und seid gespannt, was ich geplant habe. Ich habe noch nicht alles verraten, Leute. Ich habe noch nicht alles verraten, Leute. Oh ja, okay. Also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Vielen Dank. Euer Nino ist raus und bleibt bei guter Laune. Euer Nino. Bye.